Wir haben gelernt, die Aqida ist die Basis für alles. Alle Taten, die auf eine falsche Aqida aufgebaut sind, sind was? Diese Taten, damit werden wir nicht viel anfangen können. Deswegen haben die Propheten zu was aufgerufen? Sheikh Nail. Zum richtigen Tawhid. Denn erst wenn dieser richtige Tawhid eingepflanzt ist, dann entstehen auch die richtigen Taten. Und ihr werdet euch wundern, nicht jeder verinnerlicht den richtigen Tawhid, wenn er es auch behauptet. Nicht jeder hat die richtige Aqida, wenn er es auch behauptet. Und dann kommen wir dazu, um zu erklären, was diese richtige Aqida für einen Stellenwert hat. Und hierzu möchte ich euch den Hadith nennen, den ihr alle mit Sicherheit kennt, über die 73 Gruppen. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und bei anderen. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, Sataftariqu ummati ala 73 millah. Kulluhum finnar illa millatan wahida. Qalu wa man hiya ya Rasulallah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Wie viele sind im Höllenfeuer? 72. Alle sind im Höllenfeuer, sagte Rasulullah. Und dieses im Arabischen, kulluhum illa, alle außer, was bewirkt das bei dem Leser? Was bewirkt das bei dem Leser? Außer einer. Dass man sich auf die einen fokussiert. Was bewirkt das bei dem Leser? Und fragt sich, wer ist denn dieser eine? Ja? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Weil, stell dir vor, du gehst zum Arzt und der guckt jetzt deinen Körper durch, er untersucht dich. Durchsuchen, das sind in arabischen Ländern da. Er untersucht dich und sagt dir, es sieht schlecht aus für dich, ich habe was entdeckt, das wird dich in Kürze sterben lassen. Außer. Wird er auf das Außer achten? Sehr genau. Sahih, Musa? Sahih. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Und das ist das Schöne an der arabischen Sprache. Das heißt, alle sind im Höllenfeuer, außer einer erretteten Gruppe. Jetzt möchte ich, dass ihr eine Sache versteht. Was fragt denn die Sahaba? Ich gebe euch zwei Optionen. Wer sind die 72 abgeirrten Gruppen, ja Rasulallah? Oder wer ist die errettete Gruppe, ja Rasulallah? Wer kann mir antworten? Bitte schön. Wer ist die errettete Gruppe? Wer ist die errettete Gruppe? Deinem Fuß geht es wieder besser, inshallah? Alhamdulillah. Nächstes Mal bist du Außenseiter beim Fußball, inshallah. Warum fragten sie nach der erretteten Gruppe und nicht nach den 72 abgeirrten Gruppierungen? Warum? Wenn man weiß, was die Wahrheit ist, weiß man auch automatisch, was falsch ist. Wer die Wahrheit kennt, wird diese unterscheiden können von der Falschheit. Hätten sie theoretisch auch nach den 72 abgeirrten Gruppen fragen können, aber sie haben es nicht getan, weil wenn du einmal lernst, was die Wahrheit ist, dann weißt du, dass das andere, was nicht mit dieser Wahrheit übereinstimmt, einfach nur falsch ist. Und hier, subhanallah, das ist der Nutzen von diesem Hadith, dass hier der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba nicht gehen gelassen hat, außer dass er ihnen eine beruhigende Antwort gegeben hat, auf der ich mich befinde und meine Gefährten. Und daher haben wir hier eine Sache gelernt. Die 72 Gruppen, die meisten unter diesen Gruppen sind Muslime, richtig? Aber warum gehen sie ins Höllenfeuer, Musa? Weil ihre Aqida falsch ist und nicht der Aqida entspricht, die unser Prophet a.s.w. ausgeht. Aha. Ist es, weil manche zum Beispiel die Hände beim Gebet hier hatten, Sheikh Nail, und nicht auf dem Bauch? Nein. Nein. Wie ist dein Name? Khalil. Ist das deswegen, weil manche mit den Händen runtergegangen sind und manche mit den Knien im Gebet? Nein. Nein. Sheikh Yunus, ist es, weil die Leute gesagt haben, der Niqab ist Pflicht und nicht der Hijab? Was sind das für Masail, die ich aufgezählt habe? Was sind das für Angelegenheiten? Fiqh. Darin haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Dieses erlaubt die Aqida aber nicht. Wenn heute einer zu uns kommt und sagt, nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt ein weiterer Prophet, Muslim oder Kafir? Kafir. Kafir. Wenn einer kommt
und sagt, wir brauchen nicht die Hadithe, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Khalil Muslim oder Kafir? Kafir. Wenn jemand sagt, du kannst dir von der Religion nehmen, was du willst und lassen, was du willst. Und es gibt Dinge, die wollen wir auch gar nicht annehmen, weil sie nicht mit unserem Verstand übereinstimmen. Schaut mal, das alles finden wir in dieser heutigen Zeit vor. Richtig? Alles. Das heißt, die Leute, die eine falsche Aqida haben, werden die größten Verlierer sein. Warum die größten Verlierer? Subhanallah, überleg mal, du hast Taten gemacht. Du hast etwas vorzuweisen, aber vor Allah wird es dir nichts bringen. Verlust oder nicht Verlust? Das ist al-Khusranul Mubin, der deutliche Verlust. Das ist der deutliche Verlust. Und Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, sagte über diese Überlieferung, beziehungsweise beschrieb allgemein den Zustand. Er sagte, und diese Überlieferung hat Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, in seinem wunderbaren Werk I'lam al-Muwaqqi'in, erwähnt, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist sahih. Er sagte, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, inna jumhura nasi faraqul jama'a wa inna al-jama'ata ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahda. Was für eine wunderschöne Aussage. Radiyallahu anhu wa arda. Er sagt, die meisten Menschen haben sich von der Jama'a, wen meint er mit Jama'a hier, Jan? Ahlus Sunnah wal Jama'a, ahsant, alhamdulillah. Weil in einer anderen Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach den 73 Gruppen gefragt wurde und er gesagt hat, auf der ich mich befinde und meine Ashab, in einer anderen Überlieferung sagte er Al-Jama'a. Das heißt, das Wort ist gesichert. Er sagte, die meisten Menschen haben sich von dieser Jama'a entfernt, getrennt. Und wahrlich, die Jama'a sind diejenigen, die in Übereinstimmung mit der Wahrheit sind. Und selbst wenn es eine einzelne Person ist, Allahu Akbar. Das heißt, Sheikh Nail, was ist die Grundlage dafür, dass jemand auf dem richtigen Weg ist? Muss es die Mehrheit sein oder muss man die richtige Aqida verinnerlichen? Die richtige Aqida. Das geht nicht um die Mehrheit. Sehr wichtig, dass ihr darauf achtet. Wenn wir jetzt Ahlus Sunnah betrachten, sind sie eine Minderheit im Vergleich zu den ganzen Sekten? Ja oder nein? Und sie werden als Unruhestifter bezeichnet, richtig? Obwohl, wer Unruhe in die ganze Sache reingebracht hat? Schaut mal, was sagt Abdullah ibn Mas'ud? Die meisten Menschen haben sich von der Jama'a abgetrennt. Das heißt, Ahlus Sunnah wal Jama'a, wenn 73 Gruppen sind, 72 sind im Höllenfeuer, die Mehrheit. Prüfung für Ahlus Sunnah. Wenn jeder Ahlus Sunnah angreift, und tut man das? Man tut das. Schaut mal jetzt, jeder, der irgendeiner Sekte angehört, versucht uns zu widerlegen. Ob er von den Leuten der Irre ist, ob er von den Khawarij ist, ob er von den Shia ist, ob er von den Sufis ist, ob er von den Asha'ira ist. Nein, sogar diejenigen, die keine Muslime sind, wollen uns widerlegen mit Koran und Sunnah. Warum werden wir allesamt angegriffen? Weil wir das umsetzen, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgerufen hat. Hört man Wahhabi? Hört man Salafist? Man hört das nicht? Khalil, bist du verheiratet oder gibt es da eine? Wahhabi, Salafist, bist du Dschihadist? Diese Wörter haben nur ein gemeinsames Ziel, uns zu diffamieren. Uns zu diffamieren und schlecht zu machen, dass sie uns in einem schlechten Rampenlicht stellen. Und dabei sind wir die Einzigen, und das sagen wir mit Stolz, Alhamdulillah, und das ist Taufiq von Allah Azza wa Jal. Die Einzigen, die nach dem Weg der Salaf die Religion praktizieren. Und deswegen soll euch nicht wundern, dass wir am heftigsten angegriffen werden. Im Übrigen auch von den Behörden, die ohnehin den Islam nicht mögen, aber am wenigsten uns. Am wenigsten uns. Und keine Gruppe wird so bekämpft wie die Gruppe der Salaf, wie ihr schon mit Sicherheit auch mitbekommen habt.